Servus Leute, ich bin heute noch in Wien, aber heute Nacht werde ich in Versailles schlafen. Nicht im Schloss, aber in einem Vorort von Paris. Wir brechen bald auf nach Frankreich. Auf der Demo der Franzosen werde ich eine Rede halten, aber vorher muss ich noch eine Sache loswerden. Und zwar dieser tägliche Wahnsinn, diese Welle der Massenwanderung, diese massive politische Veränderung erzeugt in tausenden Einzelfriktionen unfassbare, wahnsinnige Ereignisse und Geschichten, die so gestört und kaputt sind, dass man eigentlich wirklich glaubt, sie stammen aus einem Roman. Und in dem Sinne möchte ich jetzt ein paar Zeilen vorlesen, ja, ein paar Sätze. Und ein Teil davon stammt aus einer Zeitungsmeldung, ein Teil davon aus einem Roman. Es geht um die Masseneinwanderung nach Europa und die Schiffe, mit denen die Flüchtlinge nach Europa kommen. An Bord dieser Schiffe befindet sich 1 Million Christusse, die morgen auferstehen werden. Wer Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt, lässt Gott ertrinken. Nach der Predigt des Bischofs applaudierten die Gottesdienstbesucher. Die Messe fand unter dem freien Himmel vor dem Dom statt. In der Liturgie wurde für alle Menschen auf der Flucht gebetet. Das Erzbistum hatte das Holzboot gekauft, das von der maltesischen Armee vor einigen Jahren bei einem Rettungseinsatz beschlagnahmt worden war. Der Kardinalerzbischof umarmte öffentlich den Vorsitzenden der islamischen Glaubensgemeinde. Er schenkte ihm 30 Kirchen, die in Moscheen verwandelt wurden. Das war einer der bewegendsten Augenblicke des Tages. Konntet ihr das wissen? Habt ihr es erraten? Ein Teil der Zitate stammt aus dem, also ein Teil der Zitate und des Berichts stammt aus dem Heerlager der Heiligen und ein anderer aus einem echten Zeitungsartikel, und zwar von diesem unangenehmen, wirklich dem Staat, das physische und psychische Elend, ja, richtig aus dem Knopfloch, da ist was richtig schief gelaufen bei diesem Typen, ja, dem Herrn Wölki, einem jener Kirchenvertreter, die es mir sehr schwer machen, nicht in meine alte Black-Metal-Phase zurückzukippen immer wieder, der ein Flüchtlingsboot gekauft hat und von Leichnamstag auf diesem Boot einen Gottesdienst gehalten hat, dabei gesagt hat, wer diese Menschen ertrinken lässt, lässt Gott ertrinken, ihr schreist, Gott erschreit, bla bla bla, und so richtig, richtig mies, wie so diese miesen kleinen Typen in der Schule immer, die wie so ein Parasitenfisch, ja, im Windschatten des großen Raubfisches schwimmen, ja, und dann quasi nochmal draufschlagen und drauftreten, auf den er schon am Boden liegt. Genauso macht das die ganze Kirche heute im Gefolge der herrschenden Multikulti-Ideologie, wie sie ein bisschen mitschwimmen will, auch zeigen, wie antirassistisch, wie ethnomasochistisch sie ist, ja, und schlägt dabei immer, genau wie eben diese Typen, immer radikalst über die Stränge. Richtig mies, richtig widerlich, ja. Allein dafür, dass es diesen Menschen gibt, muss man sich wünschen, dass es eine Hölle gibt, dass er für seine ganzen Lügen und seine ganze verdrehte, verlogene Art in ihr brutzeln wird. Tut mir leid, dass ich mich jetzt dazu hinreißen lasse. Er ist natürlich auch im Endeffekt nur Opfer der Umstände und eingebettet in dieses größere System. Was man aber dahinter merkt, ist einfach, wie sehr unsere eigenen Leute in diesem Ethnomasochismus drinstecken. Kurz zur Erklärung, Ethnomasochismus ist wirklich eine psychopathologische Störung, dass diese Leute eine Lust empfinden, wenn sie ihre eigene Herkunft, ihre eigene Kultur, ihr eigenes Aussehen, ihre Hautfarbe, also die Art, zu der sie gehören, runtermachen, degradieren, schlecht machen, sich darüber lustig machen, ja, und im Endeffekt alles, was ihr schadet und was negativ über sie ist, betonen und versuchen zu verbreiten und alles, was sie nutzen könnte, automatisch irgendwie verhindern wollen. Zu diesem Ethnomasochismus, der als eine neurotische Störung offensichtlich in Europa ist, aber halt aufgrund der herrschenden politischen Lage nicht die Psychologen findet, die ihn wirklich untersuchen mit empirischen Daten, gehört auch, dass man Schmerz und Leid nur dann empfindet, wenn es fremde Opfer trifft. Das heißt Opfer, die nicht zur eigenen Ethnie gehören. Der Ethnomasochismus auf eine gewisse Art und Weise, obwohl er vorgibt, antirassistisch zu sein, extrem rassistisch und biologistisch. Das merkt man am stärksten beim Trauer der Menschen. Und da merkt man eben, diese Leute empfinden eine unfassbare Trauer, zerfließen in Mitleid und in diesen lächerlichen Phrasen, ja, immer nur dann, wenn Menschen anderer Hautfarbe, wenn Nicht-Europäer sterben. Im Fall des ermordeten Niklas B., der ermordeten Maria Eschberger in Europa, direkte Folgen der Masseneinwanderung, direkt, also bei der Maria Eschberger zumindest, ja, direkte Folgen von Multikulti. Da gibt es keine Trauergottesdienste, da gibt es auch nicht diesen ganzen ritualartigen, symbolischen Kitsch, der einfach zeigt, wie sehr diese Leute darin wie sehr es ihnen wirklich auch persönlich zu Herzen geht. Und das merkt man auch zum Beispiel bei Demonstrationen der Antifa, die immer nur dann demonstrieren, wenn europäische, inländische Patrioten auf die Straße gehen, wenn gegen graue Wölfe oder andere, echt, also wirklich radikal, ultranationalistische, um mal den Begriff zu bringen, Gruppen
von anderen Ethnien demonstrieren, das ist diesen Gruppen völlig egal oder es gibt nur so eine Protestnote. Aber so richtig in Fahrt, in Blut, Saft und Kraft kommen sie eben nur, wenn sie gegen Leute der eigenen Herkunft vorgehen können. Und so richtig in Trauer zerfließen sie eben nur, wenn es um einen Fremden, wenn es um einen irgendeinen geht, ja, der anders aussieht als sie, der dann adoptiert, bemuttert werden oder betrauert werden muss. Wo ist denn das Denkmal für Maria Eschberger, die von einem Abzuschiebenden, ja, illegal ermordet wurde, aber in, nirgends. Aber in Wien steht ein Omofumu-Denkmal für Markus Omofuma, ja, der in Schubhaft umgekommen ist, als er sich mit den Polizisten geprügelt hat und dann durch fahrlässige Tötung erstickt ist. Ja. Für den ist ein Denkmal gebaut worden, für die Maria wird keins gebaut, wird vergessen werden, genau wie die hunderten Opfer von islamischem Terror, die allen völlig egal sind. Für die gibt es keine Theaterstücke und für die gibt es auch keine, das ist das nächste Bild, was ich euch zeigen möchte, keine Zeit, das reinzuschneiden, keine Wandgemälde, ja, wie von dem ertrunkenen Einwanderungskind, ja. Weil, und das muss ich jetzt sagen, und damit schließe ich auch diese Sache ab, ja, das sind keine Flüchtlinge, das sind Siedler, Leute, die einfach, die selbstverständlich unmittelbar aus Kriegsgebieten zum Teil geflohen sind, ja, aber wenn sie in ihre Boote einsteigen, fliehen sie nicht unmittelbar in Lebensgefahr. Ja? Es ist nicht so, dass sie nirgends bleiben können in ihrer Region, wie zum Beispiel Salman Rushdie oder verfolgte Intellektuelle oder so. Sie könnten sehr wohl bleiben in den angrenzenden Nachbarstaaten, nur dort wird halt schlecht für sie gesorgt. Das heißt, man müsste die Versorgung verbessern. Aber diese Leute sind Siedler. Und genau wie die jungen europäischen Männer, die nach Amerika ausgewandert sind, um dort eine Ranch, eine Farm aufzubauen, den Indianern ihr Land wegzunehmen und dann ihre Familie aus Europa nachzuholen, genauso fahren jetzt diese jungen Männer nach Europa vor, versuchen dort irgendwas aufzubauen und dann das Geld nach Hause zu schicken oder ihre Familie nachzuholen. Das ist eine Siedlungsbewegung, aber nichts, was irgendwie auch nur im Entferntesten etwas mit einer echten Fluchtbewegung zu tun hat, wie sie in Europa im Zuge vor und nach des Zweiten Weltkriegs erlebt haben. Damit ende ich auch schon eine letzte Geschichte, einfach um sie auch vielleicht hier in diesem kleinen Beitrag auch vor dem Vergessen zu bewahren, möchte ich auch noch kurz erzählen. Ja. Noch einer dieses täglichen Wahnsinn, der sich im Zuge vom Refugees Welcome ereignet. Eine Familie, es war in Österreich, hat einen Syrer als Babysitter angestellt, ich glaube es war Neuseeland, ja. Und dann wurde ihre Tochter, die noch minderjährig war, von ihm vergewaltigt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Familie, diese beiden Eltern, ja, wahrscheinlich aus einem klassischen links-grünen Milieu stammen. Und wahrscheinlich an jenem Abend saßen sie bei einer Vernissage, oder bei einer Weinverkostung, ja, oder waren auf irgendeinem veganen Abend oder haben sich vielleicht die Schutzbefohlenen angesehen und haben danach beim guten Getränk mit ihren ebenso intelligenten, weltoffenen Freunden und Van der Bellen Wählern darüber gesprochen, wie großartig bei ihnen zu Hause Integration funktioniert, wie herrlich dieser nette Syrer ist, den sie da in ihre Familie gelassen haben, der sich, Zitat Zeitungsartikel, das Vertrauen der Familie erschlichen hat. Und während sie sich hier in ihrem eigenen, Multikulti waren und ihre Menschlichkeit gesonnt haben, vielleicht in demselben Moment hat er sich in ihre Tochter vergangen. Das Bild beschreibt den Zustand des heutigen Europas und noch ein Bild bezeichnet den Zustand des heutigen Europas, nämlich dieses hier. Ja. So, das macht die schwedische Polizei. Sie tanzt in Tutus herum, während ihre eigenen Frauen von Einwanderung vergewaltigt werden. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich fahre zum Frankreich nach Paris, werde dort meine erste Demo-Rede auf Französisch halten. Ja. Werdet ihr vielleicht auch auf Video sehen können. Bleibt dran und lasst euch von diesem ganzen Wahnsinn nicht, lasst euch davon nicht fertig machen.